Und willkommen zurück bei Assassin's Creed. Ja, in der letzten Folge haben wir Hope jegliche Hoffnung genommen, um es mal so zu sagen. Und ja, haben sie dann im Endeffekt auch getötet. Ja, unsere Mission führt uns jetzt hier hin, irgendwo. Mal gucken. Und ja, dann machen wir aber gleich weiter. Ach ja, zu unserem Schiff. Das ist ja auch eigentlich nicht anders zu erwarten gewesen, dass wir mal wieder mit dem Schiff unterwegs sein müssen. Dann gehe ich aber vor noch kurz zum Hafenmeister und ich gehe einmal ganz kurz. Ja, das war jetzt schon wieder die falsche Taste. Anfertigung, was haben wir denn hier? Gesundheit 3. Schwertwahlhaut bräuchten wir noch 2. Und dann gucken wir doch, ob wir die hier nicht vielleicht kaufen können. Wie kann ich zu Diensten sein? Ja, das könnt ihr mir gleich sagen. Ihr könnt kaufen. Munition. Falscher Händler. Ein andermal. Ja. Ein andermal. Hier hinten muss ich hin zu dem Gemischtwarenladen. 340 Meter. Das will ich doch mal eben machen. Einfach um noch ein bisschen mehr Gesundheit zu haben. Warum kaufe ich die Schwertwahlhaut? Erstens brauche ich dann die Wale nicht selbst töten. Also vorausgesetzt natürlich, der hat sie, der Händler. Dann bräuchte ich halt die Wale nicht selbst töten, sondern könnte mir das einfach ersparen. Ist halt ein bisschen Zeit, die ich dadurch, denke ich mal, sparen kann. Das war jetzt irgendwie so semi-clever, was ich gemacht habe, wie ich hier laufe. Hätte man natürlich auch auf dem Weg vor sich überlegen können, dass man das machen möchte. Aber naja, so bin ich halt manchmal etwas kurz entschlossen. Und ja, mal kurz gucken. Nehmen wir auch hier die Seitenstraße. Ja, hier durch die ganzen kleinen Seitenstraßen, wo ja auch überhaupt garantiert gar kein Assassine auf uns wartet. Sehr clever, wie ich das mache. Upsa. So. Ich mochte den nicht. So. Episode 46, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind wir auch schon. Ja, Schwertwahlhaut. Schwertwahl. Ja. So, weil dann könnte ich jetzt nämlich in die Anfertigung gehen. Zack. Und wir haben die Gesundheit auf 3 gesteigert. Ich guck mal eben einmal ganz kurz. Für Pistolenmunition 2 Fuchspelz. Polarfuchs. Achso, da brauchen wir. Die habe ich schon. Die habe ich auch schon. Kurz gucken, gibt es sonst noch irgendwas, was ich brauche? Die ganzen Granaten finde ich persönlich ja nicht so wichtig. Hm, arktischer Entdecker, ja. Ja. Wie ihr seht, hier haben wir mehr als genug. Ja, dann war's das aber auch schon. Auf dann. Aber dann geht's jetzt zur Mission zurück. Da frage ich mich, ist die Mission wirklich Schnellreise? Zack. Da brauche ich jetzt zur Not nicht laufen. So. Hm, so wie es aussieht, muss ich dafür in mein Unterdeck gehen, in mein Schiffchen. Hm, oder auch nicht. Dann gehe ich kurz einmal hier hin. Gehe einmal zur Flotte. Da hatte ich ja vorhin eben früher schon gesehen, dass hier was frei ist. Ja, 1383 Pfund. Und ein neues Sammelobjekt.
und Rio de Janeiro haben wir. Wir gehen vor aber einmal zur Flotte und sagen... Schiff reparieren. Jo. Das war auch scheinbar das einzige Schiff, was Reparatur brauchte. Ne, ich will nicht diese Kampagne verlassen. Missionen. Da schicken wir dann noch erstmal Kriegsschiff. Kriegsschiff. Fregatte. Das sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Ich überspringe mal eben die Schlacht. Ja. 108 Pfund, ja. Schiffe haben aber auch gut Schaden bekommen. So, dann gehen wir hier nochmal rein. So, das Schiff reparieren wir. Und wir beginnen die Schlacht. Und auch die überspringen wir direkt wieder. Ja. Und die Route ist damit sicher. So, Mission wählen. 30 Tonnen Ladegewicht. Oh, nehmen wir doch die Blanche. Eine Stunde wird es dauern. Und wir haben die britischen Löwensegel dann freigeschaltet. Hier können wir jetzt aber die Kampagne verlassen. Und... Captain hat das Ruder. So, dann geht's jetzt für uns in den Nordatlantik, wo neue Aufgaben auf uns warten. Ich bin gespannt, was uns jetzt im Nordatlantik erwartet. Wir sind wieder im Atlantik. Shay und die Templer verfolgen die Assassinen-Expedition. Los, Team! Okay, so, wenn ich jetzt im Atlantik bin, will ich ja mal eben kurz gucken, wo muss ich denn... Na? Weit rausgezoomt. Halifax. Leicht. Port de la Joy. Und da hinten. Hauptmission. Ja, wenn ich mir das so angucke, spricht vieles dafür, dass wir hier eben auf dem Weg Port de la Joy uns holen. Ich muss nochmal kurz auf der Karte nachgucken. Ich muss doch jetzt gerade erstmal noch ein Stück nach. Jo. Ich muss erstmal ein ganzes Stück nach. Ich könnte auf jeden Fall erstmal nach Glacebay eine Schnellreise machen. Dafür haben wir ja die Orte auch teilweise erkundet, dafür, dass wir beim nächsten Mal hier einfach schneller hinkommen. So, dann muss ich jetzt eben kurz gucken. Ach ja, gibt es sogar noch eine Renovierung? Glace Bay? Ja. Tja, leider nicht genug Material dafür. Was ist denn das da vorne? Metall. Oh. Ja, und damit haben wir auch schon unser nächstes Ziel entdeckt. Ich sehe also gar nichts. So. Okay, so, jetzt haben wir nur noch ein kleines Schiff dahinter uns. Na, komm, dreht schneller, mach, wisst ihr was? Na, entern wir doch erstmal. Dann entern wir doch erstmal. Es kommt auch gleich ein Piratenjäger, das habe ich schon gesehen.
Crew und 15, also 15 Mann Crew und 2 feindliche Offiziere. So, die Offiziere haben wir schon mal. Jetzt sind es nur noch 11 Mann, die wir töten müssen. Leider haben wir jetzt unser Puckelgewehr schon zu Ende geschossen, sozusagen. Elf, Mann. Reize, Mann. Kürze, Mann. Ich glaube, ich brauche gar nicht mit an. Deck gehen. Ups. Habe ich da etwa selbst einen? So. Was für ein Schiff ist denn das überhaupt? 15 Mann? Das scheint gar nicht mal so das ganz Kleine zu sein. Fügen wir doch einfach der Flotte hinzu. Wunderbar. Na, das sollte doch eigentlich, wenn ich damit treffe. So, wir rammen, jo. So, und wir entern das nächste Schiff. Da brauchen wir jetzt nur 10 Mann. Ja, dann wird es dieses Mal wieder ein bisschen Seeschlacht geben. Oh, schießt ja diesmal richtig schlecht. So, dann muss ich jetzt wahrscheinlich doch mal mit rübergehen. Das machen, was ein guter Captain macht. Hui. Upsa. Erstmal Abtauung. Das machen, was ein guter Captain macht. Ah. Ah. Stirb. 9. Und 10. So, dann gucken wir doch erstmal. Das Feindschiff ausschlachten. Ja, ich überlege gerade, wenn ich jetzt sogar so halbwegs viel Metall kriege, dann werde ich das wahrscheinlich gar nicht erstmal direkt für die Renovierung benutzen, sondern vor allem. Ja. Ein Kriegsschiff, ja. Ein ganz böses Kriegsschiff. So. Ich fahre erstmal aus dem Gebiet raus. Ich habe eigentlich jetzt gerade keine Lust, die ganze Zeit jetzt hier eine Seeschlacht nach der anderen zu machen. Hey,
Ja. Ich überlege gerade, damit kommt nur eigentlich unser eigentlicher Plan. Dem kommen wir gerade natürlich nicht nach. Eigentlich wollten wir nach hier eben schnell fahren. Haben wir jetzt hier natürlich in der Meerenge gerade für ein bisschen viel Action gesorgt. Das heißt, wir fahren jetzt hier vermutlich einmal oben rum. Oder, viel einfacher, wir machen die Schnellreise nach Mirachimi, was auch immer. Und hier docken wir es einmal kurz an. Ich will auch eigentlich mal kurz gucken, gibt's hier irgendwas? Nö, nichts Spannendes. Dann gehe ich mal eben einmal hier rein. Ich glaube, im alten Teil konnte man doch damals irgendwie, also im alten Teil, damit meine ich Black Flag, da konnte man, glaube ich, damals in den Häfen teilweise sich sozusagen wieder unbekannt kaufen. So, kaufen, Morgan-Verbesserung. Was haben wir denn hier? Komplett. 270, Breitseitenkanone, ja. Schade, fehlen uns noch zwei. 80. Eisbrecher Ramsporn. Eigentlich will ich den Mörser verbessern. Jo. 160. Und 350 kostet der nächste Schritt. Eieiei. Und was hatte ich gesagt? 100. Genau, dafür wollte ich die besseren Bug-Karonaden holen. 4 hätten wir dann an der Zahl. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Oder ich verbessere die Stärken meiner Bomben. Das klingt doch eigentlich sogar viel besser erstmal. Ja, aber wie man sieht, auch dort kostet der nächste Schritt richtig Ocken. Und vor allem mein übliches Problem. Er kostet... Ah, mehr Stauraum. Oh. Das kostet alles nur Holz. Das ist ja... Okay, da haben wir jetzt nur noch 110. Ja, haben wir jetzt auch schon recht gut. Mannschaftsquartiere haben wir schon maximal. Ja, das reicht dann auch erstmal. Ich muss jetzt ja auch zur Not nicht mein ganzes Holz ausgeben. Weil, sind wir ehrlich, da, ja, da freuen sie sich wieder. Unser Schiff ist noch ein bisschen fetter geworden, ein bisschen stärker. Gut, dann ist das Ziel immer noch 1,2 Kilometer entfernt. Und wir gehen es jetzt an. Mhm, ein Zivilist, spannend. Hinten kommt ein Kopfgeldjäger auf uns zu. Ich würde sagen, mit dem müssen wir uns gleich nochmal eben beschäftigen. Weil der wird sich nicht ganz so leicht abschütteln lassen. Jo, die können wir jetzt entern. Das machen wir auch noch. Los, an die Schotten, sozusagen. Und das benutzen wir auf jeden Fall gleich, um unser Schiff eben zu reparieren. Ganz einfacher Grund, warum ich das so mache. Ganz einfach Grund, Entschuldigung, muss sie kurz eben ein bisschen zielen und das hat wohl mehr Konzentration gekostet als gedacht. Ja, das mache ich, weil ich entsprechend, gleich das vor... Ach, Mist, jetzt haben wir es einfach versenkt. Ich wollte eigentlich mein Schiff reparieren, aber eigentlich sollte das auch reichen. Wie gesagt, unser Schiff ist ja eigentlich super ausgerüstet und es ist auch nur in Anführungsstrichen ein, zwei Sterne vor, was halt bedeutet... Das wird nicht ganz so viel. Wer feuert eine Salve? Die. Wieso tun sie das? Ach, das war gar nicht das Schiff. Bereit zum Feuern, Sir. Was für ein Wind, Captain. Feuer.
Müssen wir nicht. Jo, volle Segel. So. Ich will euch aber gar nicht angreifen. Obwohl, was habt ihr? 22 Metall? Nee. Sorry, ich will doch gar nichts momentan von euch. So, jetzt fahren wir einmal kurz aus dem Gebiet raus und pausieren dann hier eben einmal in Frieden. Genau, hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Dann widmen wir uns dem Porre de la Joie. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage bis dahin.